So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon Dry. Wir sind hier noch in Forza Horizon Dry in Surfers Paradise. Und wir wollen uns heute immer noch weiter darauf hinzubewegen, dass wir Fans sammeln, um das erste richtige Schaurennen freizuschalten. Wir hatten ja, wie ich es ja schon mal erwähnt habe, das erste Schaurennen am Anfang mit dem Class 10 Buggy. Aber ja, das ist das erste Schaurennen, was wir jetzt durch Fans freischalten. Und das wollen wir heute mal machen, deswegen werden wir heute ein paar Rennen fahren. Aber ich hole mir jetzt erstmal wieder ein anderes Auto raus, weil wir haben uns hier letztes Mal für die illegalen Straßenrennen haben wir uns hier den RB26 2000er GTR aufgebaut. Und der kam ja nicht groß zum Einsatz, weil er ja direkt aufs Maul bekommen hat. Das war das Problem. Aber ich möchte dem Wagen trotzdem noch eine Chance geben. Deswegen holen wir den nochmal raus. Weil den haben wir jetzt nicht umsonst getuned. Und deswegen werden wir den nochmal fahren. Wir werden den jetzt mal kurz rausholen. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was jetzt kurz am Motor, weil der ist so, sagen wir mal, leistungstechnisch ist er an so einer ganz dummen Grenze. Er ist knapp über S1, oder war er knapp über S1, ne? Ne, er ist knapp über S1 drüber, so. Gerade mal 24 Punkte, das ist halt überhaupt nicht gut, weil dadurch ist er nicht in der anderen Klasse dann drunter eingesiedelt und in der Welt ist er einfach zu langsam. Deswegen brauchen wir eigentlich Casala. Wir brauchen richtig Casala oder Gewichtsreduktion. Das wäre eigentlich das Klügste bei der Karre, weil der Wagen wiegt eh nix. Er hat schon ein bisschen. Ja, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Okay, ja, unter 1000 Kilo. Das gefällt mir gut. Dann machen wir noch ein bisschen Leistung. Haben wir die Twin-Turbos hatten wir schon hochgeknallt. Genau, dann machen wir... Ich will den auf jeden Fall auf S1 Spitze kriegen, weil wir müssen ihn auf jeden Fall, wenn, muss er dann richtig auf der Fresse sein. Da hat er schon... Was machen wir denn noch? Wir gucken mal ganz kurz ein bisschen durch. Getriebe können wir noch machen. Getriebe dürfte aber auch schon haben, ne? Ja, hat er schon. Mit dem Kit-Umbau wird schon sehr, sehr viel installiert. Du musst sehr, sehr wenig noch selber machen. Rennreifen hat er ja auch schon. Brauchen wir uns auch nicht drum kümmern, das ist alles echt gut. Luftfilter, eine Entzündung wollte ich jetzt, die Kraftstoffanlage wollte ich nicht machen, auf jeden Fall mal Luftfilter. Den machen wir mal. Das ist schön, das Tuning funktioniert einfach so schön schnell, dadurch, dass wir diesen Bahnkorb haben. Das ist einfach mega, mega geil. So, wir machen jetzt aus dem RB26, machen wir einen RB30. Einfach mal 3 Liter Hubraum rausgeholt. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt auf S irgendwas hochkriegen. Ich muss jetzt mal gucken. Ich klopfe erstmal gerade alles rein. Der Wagen wird sich jetzt zwischendurch gleich gar nicht mehr fahren lassen. Wir können den theoretisch auch auf Allrad umbauen. Wäre eigentlich sogar eine kluge Idee. Weil der Skyline, der R34, hat ja auch Allrad. Den könnten wir also den auf Allrad umbauen und per Diff aber trotzdem so einstellen, dass trotzdem der Arsch rumkommt. Das wäre natürlich eigentlich am besten. Aber dann wären wir jetzt sicher auf S2 hochknallen, ne? Oh, ne, 98. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber das ist ja optimal. Ja, mit dem Leistungsindex können wir sogar fahren. Dann nehmen wir das jetzt mal, übernehmen wir die Sachen mal so. Die kaufen wir mal flott und gehen dann mal kurz ins Setups-Menü, um noch ein bisschen das Ding hecklastiger einzustellen. Das ist alles, was ich noch ein bisschen machen möchte, weil jetzt wird er höchstwahrscheinlich 50-50 fahren. Das wäre dann doch ein bisschen zu passiv. Deswegen gehen wir mal kurz... Oder haben wir überhaupt einen Diff eingebaut? Gut, wir haben keinen Diff eingebaut. Das wäre natürlich jetzt nicht so klug. Wir bauen mal kurz einen Diff ein. Das habe ich vergessen. So, da, Diff. Das bauen wir nochmal kurz ein. Das hätte ich gerne auch nochmal gekauft. Zack, zack. So, das Kaufen und so funktioniert so viel reibungslos und so viel schneller. Also da, dieses neue System ist super. Also es funktioniert an sich echt gut. Da muss man hier kurz speichern, aber er speichert nicht immer zwischendrin, weil das nervt nämlich. Das hat bei Forza Horizon 2, am Ende wurde das so elendig lang, das war nicht mehr schön. Das war schon echt heftig. 65%, ich denke mal, wir gehen mal so auf, machen wir mal eine wunderschöne 78, die finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und dann gehen wir mit dem Wagen mal raus und fahren mal zum nächsten Rennen. Ich denke mal, damit dürfte der Kollege jetzt hier ordentlich abgehen. Boah, Alter. Fresse. Mach mal das Festival leise. Boah. Da klingt aber jetzt jemand ein bisschen ekelhaft. Ey. Da will aber jemand richtig auf Fresse. So, wir haben hier einen PR-Stand. Ich will aber jetzt mal wieder ein Rennen fahren, muss ich sagen. Deswegen fahren wir einfach mal rüber hier zur unentdeckten Strecke. Okay, oder steuert ein bisschen. Aber er klingt mal geil, oder? Also, der Klang ist schon richtig brutal. Wir müssen natürlich auch noch einen R34 holen, da kommen wir nicht drum rum, aber das ist schon geil gerade. Das ist schon gerade ein bisschen geil. So, mal gucken, wie die Kurvenlage in der nächsten Kurve so ist. Links abbiegen. Links halten. Ja, das steuert nicht zu krass. Also man kann ihn auch noch schön quersammeln. Auf abgeriegelten Straßen. Und ab dafür. Und ich dürfte theoretisch wieder meinen eigenen Fahrzeug erstellen, oder? Darf ich wieder? Ich gehe mal Fanrennen. Genau, wir könnten theoretisch hier das hier fahren.
Okay Classics, da würde der Nissan zum Beispiel reingezählt. Also wir können natürlich auch eine Veranstaltung fahren, die dem Wagen zu dem Wagen passt. Da müsste nämlich auch hier bei zugelassenen Wagen der Skyline drin sein. Dann können wir natürlich auch einfach theoretisch die Klasse fahren. Wenn wir die ist, wir können natürlich auch theoretisch ein eigenes Rennen machen. Aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal jetzt ein paar Rennen, die Ford uns selber vorschlägt. Weil es gibt ja welche, die da möglich sind. Von daher würde ich behaupten, machen wir das einfach mal. Straßenrennen Sprint Horizon präsentiert, Kyle Classics. Ja, machen wir einfach mal, ne? Das klingt doch gar nicht mehr so verkehrt. Wir nehmen natürlich hier unseren wunderschönen, jetzt, wie gesagt, RB30 GTR. Weil RB26 ist ja nicht mehr, ne? Ist ja kein RB26 Motor mehr, weil wir haben ja Hubraum aufgebaut. Und damit ist die Namensänderung, ne? Deswegen nenne ich den jetzt auch RB30 Skyline oder RB30 2000er. Oder irgendwie, ich suche mir noch was Schönes aus. Da kriegt man einen schönen Namen, der Kleine. So, ich würde sagen, gucken wir mal, was der Kleine jetzt kann mit Allradantrieb. Wie gesagt, ein bisschen hecklastig eingestellt, dürfte ich mal. Boah, Alter. Der Kleine marschiert. Meine Fresse marschiert der. Moin, Jungs. Ja. Ein bisschen hecklastige Sache kommt gerade rüber. Für die Klang halt gerade einfach brutal, ne? Ich habe deswegen gerade kein Radio an. Aber wir machen jetzt mal wieder welches an. Da müssen wir eigentlich, ja, ein bisschen Rap-Musik haben, wenn wir schon so was fahren hier. So, gib ihm. Alter, rennt der. Ja, diesmal fahren wir auch mit dem GT, mit den 2000er um Sieg. Nicht wie beim Straßenrennen, wo wir direkt einfach auf Fresse bekommen haben. Jetzt das Ding siegesfähig, würde ich mal behaupten. Na, komm rum. So, voll aufs Gas stempeln. Geht ja Gott sei Dank. Der Diff ist noch nicht so krass eingestellt, dass der Wagen nicht Vollgas geben könnte. Ah, da untersteuert er ein bisschen. Ich glaube, ich war zu spät auf der Bremse auch mitunter. Da kommt sie. Ich habe so ein bisschen noch Probleme, den kleinen Wagen zu fahren. Der hat ein bisschen, ich würde es behaupten, ein bisschen zu viel Leistung im Moment, aber macht ja auch Spaß. Wir brauchen noch ein paar überzüchtete Karren, ne? Bisher sind nur die Oldies bei uns überzüchtet, das ist der Charger, der Kollege hier. Oh, wir haben auch noch 40% vor uns, also noch ist nichts verloren. Ich muss mir den Wagen einfach ein bisschen eingrooven, ein bisschen das Fahrgefühl von dem Wagen ein bisschen rauskriegen. Ah, geht da, ne? Geht schon besser. Im Gegensatz zu ihm habe ich nämlich Allrad, ich kann viel früher auf das Gas durchtreten. Ich kurz mal Hallo gesagt, damit er auch weiß, wer dahinter ihm ist. Und jetzt lassen wir den Skyline mal fliegen in der nächsten Kurve. Und Vollgas, gib ihm. So, vorne gleich mal ein bisschen aufpassen, dass wir die Links-Rechts-Passage noch vernünftig mitnehmen. Aber sonst lasse ich das Ding jetzt gerade mal richtig erstmal ballern. Hier schön rein. Oh, das war zu spät. Gas, 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 Gas. Komm, Skyline. Boah. Trotz Allradantrieb ein bisschen am Schwanken gewesen. Wir können mal gleich mal kurz mal reingucken, wie viel PS der hat. Ich habe nämlich noch gar nicht nachgeschaut, wie viel PS wir gerade anliegen haben. Und wie viel KW wir gerade anliegen haben. Es wird auf jeden Fall nicht zu wenig sein. Genug gewonnen, Boss. Gib den anderen auch mal eine Chance. Kleiner Scherz. Nur weiter so. Das ist nicht mal 1:1 das, was sie da unten gesagt hat. Also nicht mal ein Wort war davon gleich. Doch, Boss stand drin. Boss hat sie gesagt. Ja, das war wenigstens irgendwas. So, hat sich der Aufbau schon mal gelohnt. Der Kleine geht schon. Ja, ein bisschen voran, würde ich behaupten. Macht schon Laune, die Kleine. Kann man jetzt nicht so weit meckern. So, es gibt natürlich auch wieder ein bisschen XP. Vielleicht haben wir auch ein Level up, wer weiß. 9000? Naja, aber noch nicht. Okay, schade. Aber es gibt natürlich auch wieder ein paar Fans, wie sich das gehört. Und wir kommen dem Schaurennen immer näher. Sind nur noch knapp, ja, 9000 brauchen wir jetzt noch. Die kriegen wir auch noch zusammen. Bin uns sicher, beim Skyline müssen wir noch ein bisschen was einstellen. Er macht noch so ein bisschen Zicken. Weil er halt, ich drück's mal liebevoll aus, einfach ein bisschen Probleme mit Leistung zu machen. Automobil-Ortungssensoren sagen mir, in der Nähe ist ein stillgelegter Klassiker. Vielleicht habe ich auch nur ein Gerücht gehört. Egal, hol ihn dir. Oh, der erste Scheunenfund, Leute. Der erste Scheunenfund. Woo! Okay, geil. Das wird jetzt sehr sexy. Bevor wir das jetzt aber machen, gehen wir mal kurz in, wo wollte ich jetzt hin? Fähigkeitsshop wollte ich nicht machen. Ich wollte bei Autos mal gucken, wie viel unser Wagen an Teilen hat. Nebenbei Clubs, falls ich frage, hat der hier noch keinen Club auf? Ich kann noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch im Laufe des Spiels erst kommt, dass ich das darf. Oder ob das aktuell, weil ich immer noch vor Release spiele, es noch nicht möglich ist. Also ich weiß es nicht. Kann sein, dass es freigeschaltet wird oder es nicht möglich ist. Ich kann es euch leider gerade nicht genau sagen. So, wir gucken mal ganz kurz rein im Skyline, wie viel Leistung anliegen hat. 498 kW, 685 Newtonmeter auf 1081 Kilo mit 3 Liter Hubraum, Twin Turbo aufgeladen.
Ja, da geht schon ein bisschen was. So, wir gehen mal jetzt auf die Karte, weil wir natürlich gucken wollen, wir haben einen Scheunenfund. Wo ist denn der nette Scheunenfund? Da unten in dem Bereich müssen wir rein. Hier unten wird es irgendeine Scheune geben. Und ich würde spontan mal einfach behaupten, die wird entweder hier in diesen Straßen sein. Die wird nicht hier liegen. Wir fahren aber mal hier so rein. Dadurch kommen wir perfekt rein, können dann hier geradeaus durchballern. Dann müssten die Scheune dann eigentlich gut finden können. So, Skyler, dann wollen wir mal eine kleine Runde drehen. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal, wenn wir mal ein bisschen chillig gehen, wenn wir mal ein bisschen Gang rein, wir cruisen einfach mal mit dem. Weil zieht euch das rein. Irgendein Typ hat einen Ferrari. Er stellt ihn in einen Schuppen. Der Schuppen wird überflutet. Der Ferrari steht 2 Meter tief im Wasser. Ein Joke? Ist kein Joke. Habe ich genauso gestern Abend gehört und das Ding steht da noch. Also raus und holt euch die Mühle. Ich knall euch dafür noch ein paar fette Beats von Latz. Hier auf Blockparty. Es fällt mir jetzt auch gerade auf, der Moderator von Blockparty ist doch hier Tesh von Fast and Furious, oder? Der Synchronsprecher zumindest, oder vertue ich mich da jetzt so gerade? Zumindest klingt ja so wie Tesh aus Fast and Furious, also Ludacris. Ja, es ist zumindest so meine Vermutung, klingt stark danach. Ja, aber schön, dass der Moderator mir den Scheunenfund gespoilert. Was bist du denn für ein Assi, Alter? Feuert den Typen mal jemand? Ey, da steht ein Ferrari. Toll. Gut, danke. Denkst du, oh, Scheunenfund, was könnte es sein, was könnte es sein? Okay, es kann es schon mal ein, es kann ein Ferrari sein. Das ist ein ziemlich Assi-Moderator. Was soll das denn? Ich will hier Spaß dran haben, die Sachen zu entdecken und dann modet der Spoiler, der mir den Scheunenfund. Das geht so nicht. Na, egal. Wir wissen ja noch nicht, was für ein Ferrari. So, fahren wir mal ein bisschen. Da war noch ein Schild, egal, das nehmen wir nochmal an. Wir fahren mal ein bisschen ruhiger hier lang, weil ja, man muss ja auch ein bisschen Landschaft genießen. Forza Horizon 3 ist so hübsch und ich baller hier jedes Mal mit 300 Gefühl durch. Wenn kompakt dich plötzlich quer überholt auf der Autobahn. Ja, nee. So, das musste mal kurz sein. Eine Kurve nicht quer zu fahren, ne? Wo wären wir denn dann? Das geht ja nicht, ne? Es gibt ein paar Prinzipien, an die muss man sich halten. Die Musik ist gerade geil, mit dem Wagen hier rumcruisen. Alter. Das ist schon ganz leicht geil, oder? Also das ist schon... So eine Atmosphäre kriegt wirklich nur Forza Horizon. Da muss man Playground wirklich gut absagen. Die haben wirklich eine mega geile Spielserie ins Leben gerufen. Und ich finde irgendwie kein Spiel, was irgendwie an diesen Flair rankommt. Die alten Tester, weil Limited-Teile, die haben es geschafft, aber da kommt ja nichts mehr. The Crew hat für mich auch nicht den Reiz. Und Need for Speed war zu unfertig. Ich glaube, mal gucken, wie der nächste Teil wird, aber der wird halt auch nicht in diese Richtung gehen. Das geht ja in diese Underground-Tuning-Szene eher mit Polizei und sowas. Und Forza Horizon ist ja so ein Teil, wo du halt so dran setzt und einfach mal zu entspannen. Also du spielst Forza Horizon einfach gechillt. Einfach nur, um ein bisschen runterzukommen. Landschaft genießen kannst du theoretisch einfach nur. Gut, dass ich die Leute eingestellt habe. Gut, Steven. Du kannst mit diesem Spiel einfach mega geil runterkommen. Du kannst dich einfach in deinen Wagen setzen und einfach die Landschaft erkunden. Das ist einfach dieses Fahrgefühl und allem kommt so gut rüber. Chapeau. Wirklich mega, mega geil. So, wir sind gleich beim Bereich angekommen. Komm, gib mal Gas, ich werde dich nicht mehr beholen. Hier ist die Straße. Da fahren wir mal ganz entspannt durch. Bisschen die Musik genießen gerade mal. Und ich denke, es wird auf einer der Nebenstraßen sein. Es würde mich zumindest arg wundern, wenn es woanders wäre, weil die Scheunen würden da Sinn ergeben. Oder hier mitten in einer Plantage. Das könnte nämlich auch gut sein. So, wir sind im Bereich drin. Dann gucken wir uns mal schön um. Ne, ist keine Plantage. Da bin ich mal ein bisschen niedrigen Gang, sonst bin ich gar nicht mehr aus dem Quark. Diese hier sind schon Scheunen. Es könnte theoretisch hier schon was sein, aber das wäre zu offensichtlich, weil die Gebäude stehen ja einfach. Also öffentlicher könntest du die gar nicht mehr hinballern. Wir fahren trotzdem mal davor. Habt ihr hier einen Eingang? Ich will euch nicht das Tor kaputt machen. Na gut, wir haben Eingang, ne? Siehst du mal einfach, man muss einfach mal nett schauen. Da muss den Leuten ja nicht mehr direkt alles kaputt fahren. Das könnte eine Scheune sein, oder? So. Nein, du bist keine Scheune, okay. Dachte ich mir aber auch. Ah, wir haben wieder ein Fähigkeitenlied, aber jetzt gerade nicht. Sorry, jetzt muss ich gerade hier Scheune erkunden. Ich werde jetzt hier nicht wie ein Bekloppter anfangen zu rasen, nur was sieht geil ist. Aber das Lied können wir ja trotzdem genießen. Das ist auch eine Scheune, aber es wird auch nichts sein. Also ich würde spontan behaupten, es wird auf jeden Fall auf einen dieser Nebenwege sein. Aber relativ unoffensichtlich liegen wir hier oben auch nicht. Einfach mal ein bisschen umgucken. Irgendwo wird sicher eine Scheune rumstehen.
So, dann ballern wir jetzt mal einfach mal rechts hier kurz mal rum. Weiß und quer. So, mal kurz hier die Hinterreifen durchgedrehen lassen, optimal. So, jetzt fahren wir hier nochmal rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwo vielleicht ist. Oder mitten in der Plantage. Es kann auch echt wirklich sein, dass hier einfach mitten in die Plantage reingeballert worden ist. Wäre natürlich mega assi, weil die Dinge Plantagen sind ganz schön riesig. Also das kannst, da kannst du die Scheune sehr schnell übersehen. Da vorne haben wir auch noch einen Bereich, den wir noch nicht gefahren sind. Dann fahren wir mal darüber einfach. Normal sind eigentlich so Wege oder Pfade schon in diese Richtung sichtbar. Also eigentlich stehen die nicht einfach so rum. Und rechts könnte theoretisch mal was sein. Aber da wird keine Scheune sein, deswegen fahren wir mal links rum nochmal hier runter. Ich glaube, wir kamen hier von rechts. Da ist auch noch, wie wir sehen, so ein kleiner Nebenweg. Hier könnte es theoretisch auch sein, weil sie ja gesagt haben, wir haben überschwemmt worden. Hier ist nämlich ein kleiner Teich. Der könnte eigentlich dafür stehen. Weil so meine Vermutung, hier überschwemmt nicht einfach von jetzt auf gleich alles. Da muss ja schon irgendwann eine Wasserquelle her sein. Wir fahren mal ganz kurz hier rein und hier kann ich mir das gut vorstellen. Hier sind zumindest Häuser. Aber ich glaube keine Scheune, ne? Oder bist du eine Scheune? Es sind ganz normal Garagen. Okay, das werden schon mal keine Scheunen sein. Gut, ballern wir nochmal weiter runter. Wo kann die Scheune denn sein? Oh, und mal rum hier. Ich war ein bisschen übermotiviert rübergeschossen. Wir haben halt echt viele von. In dem Bereich sind halt viele, viele Plantagen. Guck mal da drüben. Seht ihr das da? Ich fahre mal kurz die Straße ab, damit wir die abgehakt haben. Aber da drüben steht ist eine Scheune. Die steht sehr, sehr einsam da. Sind wir mal ehrlich. Komm, scheiß drauf, die Straße. Da fahre ich mal kurz rüber. Komm mal her, Kollege. Ich weiß doch genau, dass du es bist. Da. Also die muss es sein. Die stellst du dich einfach so dahin. Genau das wollte ich sehen. Jetzt ja, da haben wir sie doch. Okay, und nun? Ah, ich wollte schon sagen, passiert da jetzt nichts mehr? Ich hab... Bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Sind wir bereit? Er ist wunderschön. Naja, ich meine, da ist vielleicht etwas Dreck und Schmutz dran und was immer das da ist. Aber Mann, da steckt ein Ferrari Dino unter dem Dreck. Ja, da kann man nicht meckern. Das ist ein schickes Auto. Also Ferrari Dino ist sehr geil. 3 hier wird restauriert. Ich bringe ihn zurück in die Werkstatt und lass ihn säubern. Dann siehst du, was ich meine. Oh, da freue ich drauf. Ich fand seine Sekunde schon... Es ist wunderschön. Kannst du mir mal die Taschentücher reichen. Aber das fand ich gerade schon... Das fand ich schon ein bisschen geil. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz schauen. Social haben wir eine Nachricht. Was haben wir denn da bekommen? Ja, ja, bla, bla. Du Avatar-Belohnung? Nix. Fortschritt. So, wir haben einen Punkt. Wollte ich sowieso mal gucken, ob wir den irgendwie vielleicht vergeben können. Aber ich denke mal eher weniger. Gut, am Ende will ich eh alles freischalten. Das ist sowieso klar. Ja, komm, machen wir das einfach. Ich mach mal einfach. Wir schalten mal nach und nach ein paar mehr Sachen frei. Sie wie gesagt, ich will eh alles freischalten. Premium-Driver-Tare freigeschaltet. Wenn Sie auf der Freifahrt einen Premium-Driver-Tar entdecken, können Sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten, um eine große Credit-Belohnung zu gewinnen. Stimmt, die gab's ja bei Forza 2 auch, die Jungs. Die haben ja das Credit-Zeichen auf dem Kopf, also dieses Logo hier. Einfluss, Ihre Zielabstimmung zählt bei einem Online-Abenteuer doppelt. Gut, wenn das jeder hat, bringt es überhaupt nichts mehr. Straßenrenner, machen Sie Straßenrenner auf offener Strecke bekannt und verdienen Sie 25... Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, werden wir mal gucken. So, wir gehen jetzt aber erstmal, gehen wir mal auf die Karte wieder. Und ja, wo fahren wir das nächste Rennen? Die Rennen sind ja auch alle jetzt schön ums Ecke, das ist toll. Wir sind natürlich komplett aus Surfers Paradise weggeballert. Das ist auch neu. Das sind wir noch nicht gefahren. Ne, sind wir auch noch, stimmt, das haben wir noch nicht gefahren, stimmt ja. Das könnten wir theoretisch einfach mal fahren. Hier ein wunderschönes 3-Brücken-Rundstreckenrennen. Mit dem 2000 GTR könnten wir das so einfach mal angehen, würde ich behaupten. Hier haben wir auch noch ein paar Aussichtspunkte, die ich eigentlich mal abklappern will. Die könnten wir auch mal fahren. Und hier haben wir auch noch Straßenrennen, die auch mal... Theoretisch wären jetzt die Straßenrennen mal die Idee, weil... Jetzt können sie uns nicht mehr kreuzen. Wir haben nämlich jetzt eigentlich gar keine so schlechte Karre. Ja, muss man mal so sagen. Der 2000er GTR könnte jetzt hier ziemlich aufräumen. Und hier haben wir eine fette Autobahn. Die sind wir auch nicht lang gefahren. Aber da kommen wir sicher noch hin, wenn wir ins Outback fahren. Ich würde gerne die Aussichtspunkte eigentlich mal mitnehmen. Und die Straßenrennen. Wir können theoretisch hier runterballern, um das Straßenrennen mitzunehmen. Ja, wisst ihr was? Komm, machen wir einfach mal.
machen wir einfach mal. Wir machen mal eine kleine Tour heute. Ich habe heute einfach mal ein bisschen Bock, gechillt zu fahren. Wir ballern da jetzt mal runter, machen eine kleine Tour da runter und fahren dann noch ein Straßenrennen. Hallo Noob. Es gibt da diesen Fahrer mit einer kleinen Fangemeinde. Würde sich ganz gut in deiner Aufstellung machen, oder? Natürlich ist er sonst wo. Der Fahrer wird irgendwo hier in der Gegend sein. Hier haben wir nebenbei auch einen Creditfahrer, der uns mehr Geld bekämpft. Okay, dann fahren wir mal darüber. Dann holen wir uns mal den Fahrer und dann nachfahren. Oh, Hans! Ja, guck hier. Hans, möchtest du mal eine Crew rein? Wen haben wir denn alles? Kann ich eigentlich gucken, wer in meiner Crew eigentlich alles ist? Kann ich irgendwie gucken, wer in meiner Crew ist? Ich kann Social, Kopfkampagne, private Sitzung, Online-Abenteuer. Ich will nur gucken, ob ich irgendwo gucken kann, ob wer in meiner Crew alles ist. Driver-Tauschstellung, genau da. Du stehst vor einer Wahl. Du kannst nur 4 Fahrer gleichzeitig in der Aufstellung haben. Wenn du diesen Fahrer unter Vertrag nehmen willst, musst du erst einen anderen feuern. Ich fand aber gerade, wie sie gesagt hat, wie da unten steht, du stehst vor einer Wahl. Habt ihr davor gestehen, dass in Klammern Spielername hier einfügen oder sowas stand da? Der Name wurde nicht ausgesprochen. Wir werden auf jeden Fall ihn erfolgen. Obwohl, ach, das ist eigentlich vom Level extrem hoch, ne? Eigentlich bringt er uns echt gut Cash. Vom Level, von den ganzen Verhältnissen her, müsste ich Steven feuern. Also, ja, Steven? Ich glaube, wenn ich mir den geholt habe, dann musst du leider gehen. Ne? Ich kenne den Laloy zwar nicht. Aber du bist leider, ne? Du musst dann noch ein bisschen dran arbeiten an dir. Das geht ja so nicht. Ne? Es geht ja um meinen Erfolg. Okay. Oh Gott. Ja, das war jetzt gerade ein Logikfehler vom Spiel. Fahre dahin, fordere Hans heraus als Driver da. Wir sind gerade an Hans vorbeigefahren. Das ergibt gar keinen Sinn jetzt mehr. Boah, sehr gut. Sehr gut. Egal, fahren wir trotzdem nochmal hin. Der wird sich da eh hinporten. So, fahren wir da mal rüber. Hoppen wir nach drüben heraus, weil anscheinend müssen wir da drüben mit ihm rennen fahren. Hier haben wir einen Quell fahren, den werden wir gleich auch mal einen davon schnappen. Uah, das war zu schnell, das war viel zu schnell. Ja, scheiße. Da muss ich dann das Team feuern. Wie gesagt, ich will nochmal den Laloy oder so feuern, weil ich den jetzt nicht persönlich so kenne, also von der Art her. Aber der bringt halt viel Knete, ne? Und wir wollen ja ein erfolgreiches Festival haben und dann muss man halt auch mal Freunde feuern. Da geht nichts drum. Ach komm. So, sind wir schon im Bereich. Jetzt heißt es nur, ihn ausfindig machen. Du warst da vorne schon. Kannst heraus vorne. Da vorne fährt er auch schon. Hallöchen. So, was fährst du denn? Ein Jaguar XJS. Na gut. Auch gut aufgebaut. Aber ich glaube, ich habe mehr Bums. Ich fahre jetzt auch mal die Straße ab. Einfach aus Prinzip, weil ich den 2000 GT einfach ungern über den Acker ballern möchte. Boah, ist das hier gerade schön von der Szenerie. Guck nicht mal die Beleuchtung an meine Fresse. Aber der 2000 GTR marschiert dann einfach. Also der Motorumbau hat so viel Leistung rausgeholt. Kranke Scheiße. Das Ding ist jetzt wirklich übel. Aber fahren wir über den Staudamm. Hier sind wir. Okay, ist ja am Anfang des Spiels sind wir hergekommen. Wir fahren gerade über den Staudamm. Und wir hätten das auch locker flockig gewinnen, der Teil. Wir haben einen schönen Aufbau gemacht. Sie haben gewonnen. So, ein bisschen Belohnung gibt's auch. Und, oh, wir haben eine wunderschöne Respin. Ja, guck mal, was da wunderschönes gibt. Na, komm. Na gut. Ein paar Credits nehmen wir natürlich auch gerne hin. Flavata bereit zum Rekrutieren. So. Ah, okay, da wird auch angezeigt, in welchem Verhältnis er zu den anderen Fahrern steht. Besser als die drei, sind alle. Schlechter als der, deutlich. Sieht man sogar, wie viel. Ja, wir werden leider Steven, auch wenn er nur minimal schlechter ist als die anderen, werden wir leider Steven dafür entlassen müssen. Weil Hans einfach ein bisschen besser aufgestellt ist. Tschüss, Steven, tut mir leid. Aber wir müssen hier, wir müssen ein gutes Festival bieten, ne? Und da brauchen wir natürlich nur die besten Fahrer. Okay, unterschrieben. Ich rede dann mal unter 4 Augen mit dem Fahrer, den du gefeuert hast. Dankeschön, bitte beruhig dich ein bisschen. Nicht, dass er weint. Ich möchte nicht, dass er weint. Geil, der Creditfahrer ist mein eigener Fahrer. Ist ja nicht schlecht, geil. Na gut, wollen wir mal. Da gibt es ein bisschen mehr Knete. Ich will mal gucken, wie viel mehr Knete. Was will ich jetzt mal kurz rausprobieren?
So, dann wollen wir mal schauen, wie viel Geld du mir bringst, Kollege. Und natürlich auch neue Straßenrennen. Ich muss ja noch 5 hier davon fahren, dann kriege ich ja wieder neue Straßenrennen freigeschaltet. Aber dann müsste ich erstmal die alten noch fahren. Ich glaube, eine GTR ist halt echt unschlagbar in der Klasse, ne? Da kommen die Gegner so schnell nicht an mit den Jaguars. Wie viel Geld das bringt, wenn das gut Geld ist, kannst du ja mega Geld mitgrinden. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das bei Forza Horizon 2 war, es okay von der Summe her. Mal sehen. So. Mein Gott, das war ja gar kein Problem. Sie haben gewonnen. Ja gut, hat jetzt 46.000 gebracht. Die bringen schon ein bisschen Knete, also dafür, dass ich jetzt eigentlich nichts gemacht habe. Ich fahre nur noch diese Credit-Rennen, Alter. Die bringen ja scheiß viel Asche. 46.000 Credits, sag mal. Aber leider keine Fans. Wenn sie 3 weitere Kopfrennen, um Straßenrennen freizuschalten. Ja, das ist richtig. Wir haben leider nichts in der Nähe. Das ist sehr schön, außer den Scheunenfund. Wir fahren zum Abschluss der Folge, fahren wir hier nochmal zum Aussichtspunkt, den nehmen wir noch mit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Jo, wird gemacht. So, zum Abschluss der Folge fahren wir nochmal wunderschön zum Aussichtspunkt, noch ein bisschen die Aussicht genießen, ne? Nochmal schön hier ein bisschen Sightseeing machen. Weil die will ich ja auch alle mitnehmen. Wir wollen ja alle Schilder haben, wir wollen wirklich alle Aussichtspunkte mitnehmen, also... Wir werden noch sehr, sehr gut was in dem Spiel zu tun haben. Das Recht, alle Schilder finden, ist hier echt lustig. Wegen Regenwald und so ein Shit. Im Kreisverkehr die erste, weil sie die teilweise echt assi platziert haben. Mein Gott, den kannst du aber auch fliegen lassen, den Kleinen, ey. Das ist schon echt übel. Moin, Jungs. Oh Gott, Steven. Jetzt hätte er mich abdrängen können in dem Moment noch. Der hat mich gefeuert. Weg mit dem. Setz den Präsidenten ab. Jetzt kann ich mal ein bisschen vom Gas geben, weil sonst werde ich mich einfach gerade durchballern. Sehr gut. Ach stimmt, hier haben wir die Schiffswracks sind ja hier, ne? Die sind ja hier an der Stelle. Silver Sands Schiffswracks. Das ist Silver Sand Beach. Der Name ist Zufall, oder? Ich würde den Sand nicht betreten wollen, weil ich Angst hätte, ihn dreckig zu machen. Oder so, ja. Das könnte auch sein. Und mit der wunderschönen Aussicht würde ich sagen, sind wir raus für die heutige Folge hier bei Let's Play Forza Horizon 3. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann, ciao.